Jo, servus die Maler und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr sicher schon gesehen habt, ich bin wieder an der Ton ein bisschen unterwegs. Möchte ein bisschen entlang strandeln. Es ist jetzt so 10, 3, 4, halb 11 ist, halb 11 ist schon. Ja, es sind noch keine Leute unterwegs, das nutze ich natürlich aus, außer bei Flieger, was so ist. Und möchte mal ein bisschen die Gegend wieder anschauen. Also, gehen wir. Ja, es ist jetzt schon wirklich warm. Wir haben gute 21 Grad. Aber ich glaube, das sind sogar mehr, weil ich schwitze jetzt schon. Es ist zum Glück wirklich nicht viel los. Mir ist gerade jetzt eine Dame mit einem Hund entgegengekommen. Und ich möchte jetzt direkt schauen zu dem Bangerl, wo da mal dann eben der Biber den Baum angeknabbert hat. Ich schaue mir mal, ob der steht. Ja, weil ich das Video finde, verlinke ich es da oben. Ja, da oben. Nein, irgendwo. Schau, ich tue da mal hin. Ja, wie man sehen kann. Der Baum liegt, die Ischel ist noch da, aber ich möchte jetzt trotzdem einmal da noch ein Stickerl führen gehen und dann schauen wir uns ein bisschen den Ausblick da hier vorne an. Also schauen wir uns das noch an. Bist du narrisch? Schaut euch das an. Ist das geil? Oder ist das geil? Das ist ja der Urhammer. Super. Lasst das einmal auf euch wirken. Und auch die rüberen Seiten. Herrlich. Ein Gedicht. Seerosen dort vorne. Ich werde mal schauen, ob ich da noch ein bisschen mehr zubekomme. Einfach nur geil. Ja Freunde, sorry, wenn jetzt der Ton jetzt nicht so gut war. Ich habe das jetzt müssen mit dem Handy filmen, weil ich bin da runtergegangen, habe die Kamera und Steh gehabt und neben mir sitzt der Biber oder ein Nutre, ich kann es nicht sagen, was war. Ich bin fasziniert. Kann mich gar nicht losreißen von da. Da wieder so ein Seerosal. Wunderschön, wunderschön. Da glas über das Wasser. Ja, euch. Bin ein bisschen den Pfad daneben gefolgt. So. Parallel zu den Armen. Das Platzl da, Freunde. Pff, ist ein Wahnsinn. Wenn ich da her schaue, da kommen wahrscheinlich so viele Viecher her zum Saufen. Das ist gewaltig. Spuren über Spuren. Ich zeige euch das natürlich gleich im Augenblick. Ich bin echt überwältigt. Da sehe ich alles zerwühlt, aufgewühlt. Und die Viecher herkommen saufen. Wow, mit dem Baum da. Ja, ich werde da noch ein Stückchen Viere schauen, so weit ich heute komme. Aber ich glaube, der Baum da, der gefällt mir dann, wenn wir da ein Käfchen machen. Weil, Freunde, bei der Aussicht, was Schöneres finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist glasklar. Glasklar ist das. Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt zu dem Baumstamm wieder zurückgekommen. Und machen wir es da jetzt da schön gemütlich bei dem Baum. Das ist ein schnurkselte Geäß da. Ist ja einfach nur super. Jo, jetzt habe ich mir es gemütlich gemacht. Alles hergerichtet für ein Käfchen.
Ich bin immer noch von der Gegend fasziniert. Ja, ich habe meinen Solarstoff dabei, aber da ein Wind geht, es ist da viel Laub. Ich mache da heute lieber kein Feuerl in dem Sinn, sondern mache das Ganze mit der Brennpaste ein bisschen. Die ist ja schon gekommen von Bastian, vom Feuerteigen. Ja, Feuerteigen nennt sie das, ist nicht schlecht. So. So. Mein Stoff. Und bring dir schon. So. Weiß nicht, ob sie flammen rechts, aber die kommen natürlich schon raus. Perfekt. So. Kaffeemaschinerie drauf. Und los geht's. Jawohl. Fertig ist er, mein Freund. Jawohl. Jo, Freunde, ihr wisst, was kommt. Meine Krankensaison gesund werden. Schaut, dass es rauskommt. Der Sommer ist da. Und natürlich alle anderen auch. Gesund bleiben und Prost. Bialetti ist natürlich was anderes. Ja. Ich habe zuerst einen Besuch gehabt. Da 5 Meter von mir, ich habe mich nicht bewegt traut, ist auf dem Baum ein Eisvogel gesessen. Ich habe mich nicht einmal aufs Handy greifen traut, geschweige denn auf die Kamera. Und ich habe mich dann nur einmal kurz bewegt und der war weg. Aber ein wunderschönes Viecherl. Eisvogel, ja. Blende ich einmal ein bisschen, wie es die ausschauen. Einfach herrlich, da spielen ein paar Fisch drin am Fatsche. Wahnsinn. Ja, ich trinke jetzt mein Käfchen aus und dann zeige ich noch mal meinen Blick, was ich da vor meinen Augen habe. Das würde ich nicht vorenthalten. Nochmal. Ja, Freunde, und das sehe ich von meinem Platz aus. Ja, aber bevor der Andrang da jetzt noch größer wird, werden wir zusammenpacken und schön langsam heimwärts ziehen. Wir haben jetzt kurz vor 13 Uhr, perfekte Zeit, da haben wir dann auch gar nicht gerissen. Ja, ich packe jetzt zusammen, das wisst ihr schon, wie es geht, und dann bin ich wieder bei euch dabei. Also, bis gleich. Passt, gehen wir. Ja, und da liegt das Unikum. Schön parallel zum Bankerl. Ja, Freunde, das hätte verdammt Arsch ausgekommen. So, und jetzt sind wir wieder am Weg. Zum Trippelweg. Ja, Freunde, es wird definitiv wärmer. Wir haben jetzt 1:30 und wir haben 26 Grad. Ja, Freunde, ich bin am Retourweg, da wird nicht mehr viel sein. Ich will mich gleich von da für euch verabschieden, bevor mir noch mehr Leute entgegenkommen. Beim Auto wird sowieso wuseln. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und servus die Malen und pfiat euch die Buben.